Ja, und damit sage ich wieder Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Story Modus. Alles klar, keine Sorge. Season 2. Solange es nicht. Tu das. Wir sitzen ja mal wieder in der Achterbahn zum Start von Kapitel 4. Und wir werden mal schauen, wo uns das diesmal hinführt. Jack! Mir geht es gut! Das sollte ich nicht mehr sagen! Du steckst ganz schön in der Tinte, was? Stinkt mir wie ein Haufen Lakaien des Admins. Also viel Ärger! Stinkt gewaltig nach dem Admin. Ich bin Jesse. Hi! Und das ist Jack. Echt jetzt? Wieso stellst du uns ausgerechnet jetzt vor? Seit die Dunkelheit hereinbrach, ziehen wir plündernd über das Land. Wir riechen ganz genau, wenn hier ein Außenseiter ist. Was machst du so tief hier unten, du Wicht? Verirrt? Wir sind hier, um den Admin zu erledigen. Du machst Witze. Du kannst doch nicht mal diesen Kieselhaufen ohne Hilfe erklimmen. Vielleicht helfen wir euch, vielleicht gehen wir einfach und lassen euch hier verrecken. Das Erste. Nehmt das Erste. Ich weiß nicht. Sieht so beschwerlich aus. Ich komme runter und zieh euch hoch. Hilf uns und vielleicht überraschen wir dich. Wann hast du zuletzt jemand Neuen hier unten gesehen? Ich mag Überraschungen nicht. Besonders seit der letzten. Allerdings ist es hier unten ziemlich langweilig. Wir machen es so, Leute. Hier unten gibt es nichts umsonst. Ihr versteht das sicher bei den ganzen riesigen Monstern hier unten und der toten Erde. Wie wäre es, wenn wir dein Inventar übernehmen? Dauerhaft! Wir sind wirklich an Waffen interessiert, die ihr bei euch tragt. Krieger ohne Schwert sind an diesem Ort nichts als Raubtierfutter. Dein Freund scheint es nicht mehr lange auszuhalten. Was ist nun? Mach das nicht, Jesse. Wir finden einen anderen Weg. Deine Schwerter oder ein Haufen Brei am Grund dieser Schlucht. Platsch. Platsch. Schon. Ich habe so das Gefühl, wir brauchen das noch. Nur etwas mehr Kraft. Kein Deal. Na, das war jetzt enttäuschend. Ja, wir gehen einfach unserer Wege. Spielt nicht die Heldenwichte! Eine so dunkle Welt schließt kleine Lichter wie euch ganz fix aus! Jack! Jesse! Jack! Ja, hab's euch ja gesagt. Und Bewegung, ihr Stinkbeutel! Jack! Ja, nichtsdestotrotz glaube ich, dass es wichtiger war, dass wir unsere Waffen behalten. Jack! Tut mir leid mit deinem Kumpel. Hoffentlich war es das Schwert wert. Bis dann! Jesse! Bin ich froh, dass es dir gut geht. Wo ist Jack? Er hat es nicht geschafft. Komm schon. Ich habe so das Gefühl, der wird uns noch überraschen. Er weg. Hast du ihn aufschlagen sehen? Nope. Oh nein. Jack. Er kann doch nicht. Jesse? Ihm geht es doch gut, oder? Es tut mir so leid. Das ist meine Schuld. Wenn ich nein, nicht... Nein, Jesse. So denkst du normalerweise nicht. Du sagtest, es war ein Unfall. Das hätte also jedem passieren können. Wartet. Was ist mit Luna? Was soll mit ihr sein? Sie ist doch ein schatzsuchendes Riechlama, richtig? Schatzsuchend, nicht Jack suchend.
Ich glaube nicht, dass Luna uns viel helfen kann. So halten sie sich bestimmt die Monster vom Hals. Jesse? Wir kommen in Frieden. Wir wollen euch nicht wehtun, ich verspreche es. Das wurde uns schon früher versprochen. Fred glaubte es. Dann wurde er hinterrücks erstochen. Und was jetzt? Ich habe dich noch nie gesehen und ich kenne jeden, ausnahmslos jeden im Drunter. Winter! Sie kommt nicht zurück, oder? Jemand da drin muss doch wissen, wo die Waffe ist. Los! Vorsicht! Die könnten bewaffnet sein und wissen jetzt, dass wir kommen. Wurden zurückgegeben. Die Feierlichkeiten enden wie immer mit einem Feuerwerk. Und vergesst nicht, euch für den Quizwettbewerb der feinsten Freunde Freds anzumelden, um eine Nacht in Freds Haus zu gewinnen. Was meint ihr, Leute? Wir können Kind doch nicht immer gewinnen lassen. Lernt! Der Wettbewerb beginnt um Fred vor Fred Uhr. Warum habe ich das gesagt? Ein Quizwettbewerb? Ist das nicht etwas übertrieben? Übertrieben? Die sind tief unter der Erde gefangen, mit einem ganzen Haufen Monster. Und dazu noch einem riesigen Enderman. Wir sind gerade erst angekommen. Warum urteilst du schon über sie? Schon gut, tut mir leid. Ich denke, das ist ganz lustig. Willkommen in Frieds Feste. Mein Name ist Binta. Das ist der Teil, wo du mir erklärst, warum du hier bist. Wir suchen nach einer Waffe, die einst Fred gehörte. Sie soll in seinem Haus versteckt sein. Könnten wir uns vielleicht umsehen? Freds Haus ist ein Heiligtum und verschlossen. Niemand außer den Gewinnern kommt rein. Niemand. So ehren wir Fred. Selbst ich gehe nur zu besonderen Anlässen durch die Tür. Das ist doch ein Trick, oder nicht? Nein. Das ist ein Trivia-Quiz. Die Tür bleibt versperrt, bis jemand den Wettbewerb gewonnen hat. Da hilft kein Diskutieren. Fred erschuf diesen Ort und sicherte ihn vor all den Monstern da draußen. Das ist sein Erbe, sein letzter Wille. Ich werde mein Versprechen an ihn nicht brechen. Du darfst gern dein Glück versuchen. Mal sehen, wie gut du Fred kennst. Ich kenne ihn doch gar nicht. Ich habe ihn nie getroffen. Dann fang besser mit Nachforschungen an. Viel Glück. Dieser Ort ist merkwürdig. Na bravo, das ist ja schon wieder sehr vielversprechend. So wie es ausschaut, dürften wir gleich bei einem Quiz mitmachen über jemanden, den wir nicht mal ansatzweise kennen. Hier gibt es eine Werkbank. Fangen einfach mal auf der Seite an und arbeiten uns langsam vor. Lass mich raten, Fred hat gerne mit den Füßen gemalt? Nein, ich habe mir die Malhände verletzt, als ich in die Wildnis jenseits der Feste gegangen bin. Da lauert übles Zeug. Hätte mal lieber hören sollen. Spaziergänge sind gefährlich. Deswegen bleiben alle hier. Ich habe mir beigebracht, so zu malen, aber fürs Handwerk taugen die alten Dinger nicht. Wie wär's mit einem Tausch? Du baust mir eine Leinwand und ich sage dir die Lieblingsfarbe vom alten Fred. Weißt du, ich habe etwas Wolle, aber nicht genügend Stöcke. Du musst noch ein paar finden, damit das klappt. Mach schnell, ich bin gerade nicht zu stoppen und das hier ist fast fertig. Klar. Na ja, gut, das mit den Stöcken sollte ja nicht so schwierig sein. Das ist also Fred, ja? Du bist... Wow, du bist echt niedlich. Braver Hund. Ja, braver Hund. Feini, feini.
Oh Mann, du bist echt ein Apportierkünstler. Hol's dir. Braver Hund. Ja, braver Hund. Feini, feini. Ja, genug gespielt. Wir schauen uns mal weiter um. Mit Binta reden wir später. Hier, glaube ich. Das arme Ding hatte hier unten keine Chance zu wachsen. Könnte aber trotzdem nützlich sein. Genau, wir könnten da nämlich die Stöcke herkriegen, die wir brauchen. Sehr gut. Dann schauen wir mal eben zur Werkbank, ob das schon reicht. Ich habe nicht genügend Material, um etwas zu fertigen. Ja, okay. Dann schauen wir mal, ob es hier vielleicht irgendwo noch ein paar mehr Stöcke gibt. Die kann ich gut gebrauchen. So, noch mehr Stöcke. Dann soll's ja hoffentlich alles reichen. Alles klar, malen wir ein Bild. Bitteschön, alles fertig. Liebreizend. Ich werde es in Freds Lieblingsfarbe streichen. Nicht irgendein Blau. Lapislazuli. Lapislazuli. Oh, dieselbe Farbe wie meine Unterwäsche. Meine auch. So, dann hätten wir ja doch schon mal den ersten Punkt rausgefunden. Dann schauen wir mal, was sie für uns hat. Ah, da bist du ja. Können wir anfangen? Ach so, nee, nee. Noch nicht ganz. So weit sind wir noch nicht. Was hast du vor? Was? Ah, oh. Ich versuche nur einen anderen Weg in Freds Haus zu finden, also zu lernen. Nur für den Fall. Hey, Jesse? Ja? Glaubst du, Raider denkt noch immer... Ich weiß nicht. Ich glaube, jeder sieht irgendetwas anderes an mir. Dir ist das auch aufgefallen, oder? Er verhält sich mir gegenüber merkwürdig. Ganz so, als stecke ich noch immer mit dem Admin unter einer Decke. Nimm dir das nicht zu Herzen, Petra. Es ist doch egal, was er denkt. Ja, ich behalte das im Hinterkopf. Ich muss es einfach wissen. Musste sicher gehen, dass mir das nicht alleine auffiel.
Also... Du bist das also. Du denkst, du kannst mich schlagen, den feinsten Freund Freds? Hey, hör mal. Aber ich sage dir was, Früchtchen. Ich bin der allerfeinste Freund Freds. Deshalb gewinne ich immer. Und das heißt, dass du verlierst. Viel Glück. Ich habe echt keinen Plan, was ich mit dem machen soll. Ja, am besten besiegen, würde ich mal vorschlagen. Aber dazu werden wir wahrscheinlich noch das ein oder andere rausfinden müssen. Und das werden wir dann in der nächsten Folge machen. Und dann werden wir uns mal dem Rätsel stellen. Und schauen, wie weit wir kommen. Aber für heute soll es das erstmal gewesen sein. Und ich sage an der Stelle wie immer, danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.